Sie bereit? Karl Friesner, ehemaliger Cheftrainer der Schweizer Skiverbands, Frage: Welchen Einfluss hatte Bernhard Russis Erfolge auf die goldenen Schweizer Skijahre in den 80er Jahren? Ja, ich glaube, der Skisport wieder richtig aufblüht und in der Schweiz wieder ein Aufschwung und die ganze Folge, was nachher gewesen sind, für gute Resultate, hat dort mit den Sie einer, der Bernhard ist ja schon in Gröder Weltmeister geworden und nachher erst Olympiasieger, oder? Er ist schon Weltmeister gewesen, bevor er Olympiasieger geworden ist, vergessen heute auch viel. Das hat eigentlich die ganze Szene in Bewegung gesetzt. Da sind dort Leute gewesen wie der Golombay, der Russi, der Hemi ist noch später gekommen, aber alle die, der Matley, der Bruckmann, oder früher nur Bruckbacher schon und alles, genau. Die haben alle die Sache belebt und von dort ist eigentlich ein riesen Aufschwung gekommen, wo man natürlich wissen muss, dass was heute der Bernhard erwähnt hat, oder? Der Dölf hat das Konzept vorgegeben und das hat ja nicht alles gepasst. Und was der Bernhard heute gesagt hat, das wird die ganz hintermauern, oder? Es wäre auch heute noch möglich. Genau. Vielen Dank. Stopp.